Hallo und herzlich willkommen hier bei Final Gaming. Mein Name ist Bachi und ich stelle euch heute das Sparrow Red Sun Deck vor. Das Red Sun Deck wird mit sehr vielen aktiven Karten gespielt. Du kannst dich umpositionieren, falls nötig, viel Schaden abfangen oder einfach alles totschießen. Wie das Ganze funktioniert, zeigt dir Sonic auf dem RepsPlay-Kanal. Einen Link dazu findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Auf geht's zum Deckersteller. Als Hauptkarte in dem Red Sun Deck wählen wir selbstverständlich den Erzmagier aus, um bei aktiviertem Orb-Prime etwas mehr Macht zu erhalten. Dein Early Game sieht wie folgt aus. Du startest mit einem Dummy Ward, das ist hier dieses Schutztotem der Wache. Das platzierst du wie immer, ihr kennt das schon aus den anderen Deckguides von mir. Dort, wo du ein Early Ward benötigst, portest dich back und verkaufst dieses Schutztotem der Wache. Deine allerersten Items, mit denen du auf der Lane dein Farming beginnst, ist der Heiltrank und zwei Angriffstoken. Warum der Heiltrank? Der bietet uns im Early Game etwas mehr Heal als das Jägergetränk, denn das Jägergetränk basiert auf einer Levelheilung. Ab Level 6 tauschst du den Heiltrank dann gegen das Jägergetränk aus, denn dieses bietet dann ab Level 6 mehr Heal als der Heiltrank. Wir haben in diesem Deck hier drei Early Items. Einmal das Schutztotem des Weisen, natürlich mit Macht ausgebaut, die windschnittige Klinge, auch mit Macht ausgebaut und den wirbelnden Zauberstab, ebenfalls mit Macht ausgebaut. Du kannst hier selber entscheiden, welche der drei Items du als erstes bauen willst. Ich fange zum Beispiel immer mit der windschnittigen Klinge an, gehe danach auf ein Schutztotem des Weisen, damit ich Sicht auf die Karte habe. Und als letztes kaufe ich mir dann den wirbelnden Zauberstab. Du kannst aber auch einfach eine andere Reihenfolge bauen. Wenn ich diese drei Items gebaut habe, gehe ich auf die himmlische Maske. Warum die himmlische Maske? Sparrow hat einen sehr schwachen Übergang vom Early ins Midgame. Und um diesen zu kompensieren, können wir die himmlische Maske ausrüsten und können zwischen Schaden, Rüstung und Mana-Rack entscheiden. Wenn du farmst, dann nimmst du natürlich den Schaden. Solltest du weglaufen müssen von einem Feind und jemand verfolgt dich, kannst du auf Rüstung umchangen, um einfach länger zu überleben. Musst du von Punkt A nach Punkt B laufen, schaltest du auf den Mana-Rack, damit sich in der Zeit dein Mana wieder regeneriert. Nachdem wir die himmlische Maske ausgerüstet haben und weitere CP gesammelt haben, ist es Zeit für die nächste Karte. Und hier können wir uns entscheiden zwischen dem Stasestein oder dem Blitzzauber. Solltest du dich für den Stasestein entscheiden, dann verkaufst du die himmlische Maske, denn der Damage, der hier durch Flöten geht, kannst du in dem Stasestein wieder ausbauen. Der Stasestein bietet uns die Möglichkeit, dass wir uns, wenn wir die Karte aktivieren, für 2,5 Sekunden immun gegen jeden Schaden und jeden Crowd Control machen. Das funktioniert aber nicht, wenn du bereits schon Crowd Control erlitten hast. Du musst also predicten, also vorhersehen, wann dich jemand CC'en will und dann im richtigen Moment den Stasestein zünden. Diese Karte ist ganz sinnvoll, da du als Carry sowieso vom Gegner gefokust wirst. Das heißt also, die gegnerische Decker wird ihre Q zurückhalten, um dich zu stunnen. Der gegnerische Chimera wird versuchen, dich anzuspringen. Und in diesem Moment, wo das passiert, wird das Gegnerteam natürlich auf dich turnen und versuchen, dich zu vernichten. Und da kommen die 2,5 Sekunden von dem Stasisstein ganz gelegen, denn dieser negiert dann sehr viel Schaden und sehr viel CC. Diese Karte wird dann auch mit 3x3er Macht ausgebaut, da wir ansonsten kaum eine Damage-Karte in diesem Deck haben. Damit wir uns repositionieren können, gibt es in diesem Deck auch noch den Blitzzauber. Man spielt dieses Deck mit Stasestein und Blitzzauber, so hast du zwei Möglichkeiten, immer irgendwie zu entkommen oder Schaden abzufangen. Hier noch ein kleiner Tipp, du musst die 3er Damage-Aufwertungen nicht direkt ausbauen, das kannst du nach und nach machen. Ich empfehle aber immer mal wieder Damage nachzubauen, damit du in den entscheidenden Fights auch genug Schaden verursachst. Die nächste Karte, die wir uns kaufen, ist das Ausbluten. Ausbluten hat jetzt nach dem Rework eine sehr starke Fähigkeit, nämlich wenn wir diese Karte aktivieren, erhalten wir 44 Angriffsgeschwindigkeit. Das entspricht 8 CP. Das heißt, wir bekommen für 6 Sekunden 8 CP Attack Speed, können uns noch schneller bewegen, aber wir erleiden dadurch 15% zusätzlichen Schaden. Das heißt, diese Karte musst du sehr mit Bedacht einsetzen. Du kannst sie nutzen, um zu fliehen oder dem Gegner hinterherzulaufen. Bedenke aber immer, dass 15% zusätzlichen Schaden gerade auf einem ADC sehr viel ist. Du hast eh schon wenig Leben und wenn du einmal von dem CC getroffen wirst und diese Karte dann aktiv ist, bist du meistens schon tot. Ihr seht hier 2x2er Lebensraub und 2x2er Kinetik. Diese Karte kann nur mit maximal 4 CP gefüllt werden. Das heißt, entweder ihr entscheidet euch für die 2x2er Kinetik, wenn du zum Beispiel genug Heal hast durch eine Phase oder einen anderen Support, der dich immer schön hochheilen kann, oder einen Quang, der dir eh schon Lebensraub gibt, oder aber du entscheidest dich für den Lebensraub, wenn dieser Heal eben fehlt. Du kannst aber, wenn du willst, auch einfach beides miteinander kombinieren. Die letzten beiden Karten sind dann der Speer des Rissjägers und die Klinge von Agora. Diese Karten erklären sich natürlich von selber. Kleiner Tipp noch hier bei dem Speer des Rissjägers. Viele bauen immer zweimal diese Karte und füllen ihn dann mit Crit und Damage auf.
Ich finde das persönlich ist Platzverschwendung. Man sollte einen ADC auch mehr mit aktiven Karten spielen und mehr gucken, dass man Fähigkeiten benutzt, anstatt blind rein zu böllern und 800 oder 900 Crits zu machen. Wie das Ganze ausgetauscht wird, zeige ich dir gleich noch auf einer Folie und dann gebe ich auch noch einen kleinen Tipp dazu. Die letzte Möglichkeit in diesem Deck noch etwas mehr Damage rauszuholen, ist der Satori-Mantel. Wir haben allerdings jetzt schon 6 Kartenplätze belegt, daher gibt es hier die Option in diesem Deck, den Satori-Mantel gegen die Blitzkarte zu tauschen. Falls ihr im Late Game wisst, okay, das Spiel wird jetzt nicht mehr länger als 3 Minuten dauern oder 4, oder ihr wisst, mit dem nächsten OP können wir das gewinnen oder ihr verliert das Game, und euer Blitzzauber ist auf Cooldown, dann verkauft diese Karte und kauft euch den Satori-Mantel, denn jedes Mal, wenn ihr mit einem Standardangriff einen gegnerischen Helden trefft, dann zerfetzt ihr für 2 Sekunden 50% dessen Standardrüstung. Und das Ganze gilt auch für dein Team, denn die Rüstung des Gegners wird ja zerfetzt. Das heißt, dein Team, was Standardschaden verursacht, macht dann automatisch auch mehr Schaden an diesen Helden. Diese Karte ist ganz sinnvoll, wenn ihr zum Beispiel ein sehr tankiges Gegnerteam habt. Wenn ihr den Blinkzauber allerdings behalten wollt, dann könnt ihr das auch gerne machen. Immerhin hilft er euch ja zu repositionieren. Ja, das war's soweit von den ganzen Karten. Wir wechseln jetzt mal auf eine zusammengefasste Ansicht. Dort zeige ich dir einfach nochmal, wie was miteinander getauscht wird. So, dies ist eine zusammengefasste Ansicht des Sparrow Red Sun Deck. Ihr seht hier wie immer die 3 Kernkarten plus die 3 unteren Kernkarten beim ADC. Ich denke, die Tabelle erklärt sich soweit von selber. Wir tauschen die oberen Karten mit den unteren Karten aus. Das gilt jetzt nicht für diese letzte Karte hier. Die ist bedingt tauschbar. Das heißt, ihr müsst es nicht tun. Ihr kauft aber auf jeden Fall zuerst den Blitzzauber, bevor ihr euch den Satori-Mantel kauft. Denn ADC muss immer die Möglichkeit haben, im letzten Moment sich noch zu repositionieren oder vor tödlichem Schaden zu fliehen. Das ganze Deck bietet genug kritische Trefferchance, genug Macht, um ordentlich Schaden zu fahren. Wir haben Lebensraub dabei, wir haben die Möglichkeit, verschiedene aktive Fähigkeiten zu spielen. Wir haben kritischen Trefferschaden dabei. Das Deck bietet für jede Situation alles. Ihr könnt ja einfach mal unten drunter in die Kommentare reinhauen, ob ihr mit dem Deck Erfolg habt oder nicht. Würde mich mal interessieren. Wenn ihr das Ganze mal in Action sehen wollt, dann schaut doch mal auf dem Raps Play Kanal vorbei. Der gute Sonic wird dann mit Sparrow, wie wir alle kennen, etwas squeezeln. Ein Link für dieses Deck habe ich euch auch unten in die Videobeschreibung gepackt. Da könnt ihr einfach draufklicken, das Deck downloaden und dann ausprobieren. Achtet vorher drauf, dass ihr auch wirklich 40 von 40 Karten habt. Dann könnt ihr einfach loslegen, startet ein Game und viel Spaß beim Töten. Das war's soweit von mir. Wir sehen uns dann beim nächsten Deckguide. Macht's gut, bis dann. Tschüss.